Meinung. Eine politische Meinung da drüben, und das ist doch keine zulassen. Meinung. Das ist eine Demokratie. Das ist ein Verbrechen, keine Meinung. Ein Verbrechen ist, wenn du keine Meinung zulässt. Das ist ein Verbrechen. Siehst du? Nee, warte mal, ja. Aber nicht selbst pro, dafür oder gegen oder so. Nee. Wir haben uns das auch mal angeschaut. Guck mal, das kann auch gut deine Meinung sein, das ist auch gar kein Problem. Wir sind ja auch nicht hier, also wir jetzt persönlich sind eigentlich gekommen, mit den Leuten zu reden. Nur auf der anderen Seite ist es auch bei denen so, dass sie sich so abschotten, dass man ja gar nicht mit denen reden kann. Dass sie einfach ihr Gift, dass sie einfach ihr Gift abgeben. Ja? Und ich sag mal so, wir haben uns wirklich detailliert mit dieser Sache beschäftigt. Jetzt nicht einfach nur so oberflächlich, sondern was dort für Argumente gebracht werden. Das ist auch übrigens auf dieser Seite hier. Es geht dort nicht nur um diese Leute, sondern diese Leute sind nur die politische Verkörperung von dieser Bewegung, die es momentan in Deutschland gibt. Hat der denn mal in Köln mit Ihnen darüber gesprochen? Es geht darum, diesen Großmoscheebau in erster Linie. Ne? Guck das mal, ist so eine Abspaltung. Guck mal, die Großmoscheeabbau, das ist nur... Die Großmoschee wird nur instrumentalisiert, um viele Leute in Bewegung zu bringen. Weil es gibt halt viele Leute, die sich sowieso über alles, was gebaut wird, aufregen. Ist halt so. Maschendrahtzaun, ja, kennst du bestimmt. Ist halt so. Und es wird ja, aber was mich interessiert, habt ihr mit denen schon mal gequatscht? Konntet ihr da schon mal in Dialog treten? Kommen wir nie zu. Ist auch uninteressant für die. Verstehst du? Weil wir bringen sowieso immer unsere Botschaft. Die kennen auch das, was wir gesagt haben, zu den Vorurteilen, die sie bringen. Aber das interessiert sie gar nicht. Das wollen sie auch gar nicht hören. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Das Forum, was sie haben im Internet. Ja? Wir haben einen Vortrag gemacht, Islam gegen Terrorismus. Das ist ja eines der Punkte, die sie auch bringen. Ja, wir sind in Gefahr, dass es zum Terrorismus kommt. Ich sag mal so, gibt es diese reale Gefahr? Gibt es. Die ist zwar klein, aber die ist vorhanden. Die ist vorhanden. Natürlich kann es zum Terroranschlag kommen. Da können wir ja gar nichts gegen sagen. Nur, die reale Gefahr ist gering. Jetzt ist nur das Problem, wenn du diese reale Gefahr benutzt, um eine ganze Gruppe von Menschen zu dämonisieren. Und das wird hier gemacht. Und das ist das Problem. Jetzt frage ich dich jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich jetzt als Nicht-Muslim, ich wäre jetzt Nicht-Muslim und ich habe Angst vor Terrorismus. Wir haben auch Angst vor Terrorismus. Stell dir mal vor, jetzt kommt ein, was wäre jetzt das Beste, was es geben würde? Das Beste wäre doch, es kommt jetzt ein Muslim und er sagt den Muslimen, hör mal, ihr müsst euch von Terrorismus fernhalten. Terrorismus hat nichts mit Islam zu tun, oder? Das ist doch das Beste, was es geben kann. Aber erstmal eine Gegenfrage, es geht doch gar nicht nur um diesen Terrorismus, oder? Ich kenne diese Bewegung nicht nein, so besonders, nein, aber nee, geht, es gut. Nicht, geht es da nicht darum, dass die auch wollen, dass der Islam in die deutsche Gesellschaft integriert wird? Also auch mit zum Beispiel Gleichberechtigung der Frau? Nein, also das überhaupt nicht. Guck mal, wir haben gerade, das sind alles Vorwände. Ich zähl dir nur einige davon auf. Ja? Wenn ich zum Beispiel ein Beispiel ist zum Beispiel von Propaganda, was auch Adolf Hitler benutzt hat, ist, dass er nicht differenziert. Ja? Warum wird beispielsweise thematisiert, dass es Frauen gibt, die zum Kopftuch gezwungen werden, was wir nicht propagieren? Weil ein Mensch, der eine religiöse Tat tut aus Zwang, hat dafür aus religiöser Sicht keinen Lohn bei Gott zu erwarten. Was heißt hier? Entschuldige, du sprichst jetzt aus der Sicht des Islam. Islam, genau. So. Oder aus der Sicht von uns Muslimen, die also auch hinter mir stehen. Ja? So, jetzt was anderes. Warum wird aber nicht thematisiert, dass wir gerade hier schon 8 Mädchen aufgenommen haben, die kein Kopftuch tragen, weil sie sonst gesellschaftlich ausgegrenzt werden oder ihnen soziale Armut droht, weil sie gar nicht arbeiten können? Aber